Ja, Thomas Wiegold, ich schreibe über Peng und Bumm, über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Bist du immer so leise? Ja. Besser? Ja, fangen wir nochmal an. So, eine neue Folge. Junge Naive und endlich kommt mein Peng- und Bumm-Experte mal ins Fernsehen. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, Thomas Wiegold und ich sag lieber Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ich sag Peng und Bumm. Okay, kannst du machen. Und darüber schreibe ich auf der Webseite augengeradeaus.net. Wenn wir vielleicht einblenden. Wäre schön. Ja, gut. Ich wollte mit dir über diesen Syrien-Krieg reden. Ich habe da irgendwie immer jetzt letzten Monate, fast schon Jahre, immer irgendwas mitbekommen. Gib uns mal einen kleinen Überblick. Ja, Jahre ist richtig. Also Syrien ist ein Land im Nahen Osten und da läuft seit etwa 2 Jahren ein ziemlich erbitterter, blutiger Bürgerkrieg. Mit Millionen von Flüchtlingen, über 100.000 Toten. Gut, kommen wir ja gleich zu. Nicht gut, aber... Erklären, wo ist Syrien genau? Syrien ist an der Mittelmeerküste. Zwischen der Türkei und dem Libanon, auf der anderen Seite Nachbarland vom Irak. Also eigentlich in der Region, wo es schon seit langem immer sehr unruhig ist. Grenzt auch an Israel, ja. Auf den Golanhöhen und ist also einer dieser heißen Punkte der Weltpolitik. Aber war das schon immer ein heißer Punkt oder ist es jetzt erst was geworden? Es war schon immer ein heißer Punkt, weil es in dieser Region schon immer Spannungen gab. Aber seit 2 Jahren tobt dort halt dieser blutige Bürgerkrieg. Hat das irgendwas mit dem arabischen Frühling zu tun? Ja, das ist ein bisschen so eine Folge des arabischen Frühlings. Es ist aber anders als in anderen Ländern wie Ägypten oder Tunesien oder so. Warum? Weil diese Rebellion etwas anders losgegangen ist, vor allem aber sich anders entwickelt hat, richtig zu einem Bürgerkrieg ausgewachsen hat. Es war nicht eine vergleichsweise friedliche Rebellion oder ein friedlicher Aufstand, der zum Umsturz oder zum Sturz der Regierung führte. So war das in Tunesien und Ägypten? Ja, in Ägypten hat sich inzwischen wieder gedreht. Das ist also wieder nochmal eine andere Situation, aber lassen wir das mal außen vor. Aber erzähl mal, wie kommt es denn da zum Bürgerkrieg? Also wie kann es in so einem Land wie Syrien zum Bürgerkrieg kommen? Nun, es hängt damit zusammen, dass seit langer Zeit eine Partei, die Baath-Partei, Baath-Partei war noch im Irak. Also, jetzt. Ja. Du schneidest ja nichts raus, ich darf ja nichts falsch sagen. Assad hat eine Partei. Assad hat eine Partei, okay. Ja. Und sein Vater, der vor ihm Präsident war, auch. Und er ist Alawit, ist eine bestimmte religiöse Richtung. Moslem? Nee, nicht direkt. Okay. Nicht direkt. Es ist aus europäischem Verständnis vielleicht eher eine Sekte. Gut, aber das. Und jetzt kann man sagen, es hatte teilweise, aber ich vermute oder ich denke mal zu einem kleineren Teil religiöse Gründe. Es hatte damit zu tun, dass diese Partei das Land recht autoritär regiert hat, immer noch regiert. Autoritär heißt? Mit Faust und auf den Tisch hauen und es wird gemacht, was der Diktator sagt. Also ist kein Rechtsstaat gewesen, wo jeder vor dem Gesetz gleich ist. Da kann man jetzt drüber streiten. Das werden sie natürlich abstreiten, dass es nicht so sei. Ich denke, man kann das schon so sagen. Und es gab dann Aufstände, die sich immer weiter ausgeweitet haben, die zunächst regional begrenzt waren. In Syrien? In Syrien. Das heißt, in Städten geht es dann teilweise los? In Städten, in Regionen, wo dann bestimmte Städte, Regionen unter die Kontrolle der Rebellen kamen, die dann von der syrischen Armee, also vom Militär der herrschenden Regierung mit ziemlicher Gewalt niedergeschlagen wurden. War das dann von Anfang an? Also die haben protestiert und sofort haben die Protestierenden auch zu Waffen gegriffen? Oder wer hat angefangen? Das ist einer dieser Konflikte, wo du nie letztendlich sagen kannst, wer hat angefangen. So wie Huhn und Ei. So ungefähr, ja. Also es hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Es kam zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Es führte dann dazu, dass die Armee mit Kampfflugzeugen, mit Panzern gegen Aufständische vorgegangen ist. Im eigenen Land? Im eigenen Land, die dann mit Panzerfäusten reagierten und Panzer abschossen, dann auch Flugzeuge abschossen. Dann gab es Raketenangriffe im eigenen Land. Von wem? Von der Regierung, weil also diese schweren Waffen wie Kampfflugzeuge und Raketen hat nur die Regierung.
Das heißt, wenn wir das auf Deutschland beziehen würden, dann würde quasi das Land so ein bisschen geteilt sein? Also, das geht nicht so quer durch entlang einer Linie. Das ist schon ziemlich zerstückelt. Also es gibt einen Streifen an der Mittelmeerküste. Der ist eindeutig unter Kontrolle der Regierung. Und im restlichen Landesteil sieht es sehr unterschiedlich aus. So, und dann die eine Seite hat irgendwie keine Flugzeuge und keine Raketen. Nein. Und die andere Seite, also Assads Seite, hat. Also es ist quasi so, als ob die Bundeswehr auf der einen Seite wäre und auf der anderen Seite so die deutsche Zivilisten. Ja, die aber zunehmend auch schwerere Waffen haben, Kanonen, Panzerfäuste. Woher? Klauen die? Nee, übrigens nicht nur Panzerfäuste, sondern auch Raketen, mit denen man Flugzeuge abschießen kann. Echt? Ja. Und die sind unterstützt worden, vor allem aus den Golfstaaten, also von arabischen Ländern. Da hat es Waffenlieferungen gegeben. In jüngster Zeit ist dann auch klar geworden, dass es auch Waffenlieferungen auf Umwegen aus den USA gibt. Und warum unterstützen diese Golfstaaten die Rebellen? Ja, sind die keine Freunde von Assad? Nein, es sind eigentlich keine Freunde von Assad, aber die Lage ist so ein bisschen komplizierter, weil diese Aufständischen ja auch nicht eine einheitliche Rebellenorganisation sind. Rebellen ist, also bei Assad sind ja quasi alle für Assad, so ungefähr, die für ihn kämpfen, und Rebellen sind nicht alle füreinander. Nee, die sind alle gegen Assad. Aber das ist das Einzige, was sie gemeinsam haben. Das Einzige, was sie gemeinsam haben. Es gibt Rebellen, die einfach eine andere Regierungsform wollen oder diese Regierung nicht mehr wollen. Es gibt zunehmend aber auch islamistische Kämpfer. Was ist das? Also die einen Gottesstaat errichten wollen, einen islamischen Gottesstaat. Gibt es sowas? Sowas gibt es nicht, aber es gibt Leute, die dafür kämpfen. Gab es zum Beispiel in Afghanistan. Am Ernst? Ja. Bevor 11. September? Vor dem 11. September, genau. Und es gibt zunehmend ausländische Kämpfer, die zu diesen islamistischen Organisationen dazustoßen. Auch aus Deutschland übrigens. Ach, Deutsche auch? Ja. Also hier teilweise geboren, teilweise aufgewachsen, die in diese islamistischen Kreise gekommen sind und jetzt nach Syrien gegangen sind, um dort zu kämpfen. Hm. Aber wie viel gibt, kannst du sagen? Wie viel verschiedene, gibt es verschiedene Gruppen an Rebellen? Oder? Ach, es gibt... Gibt es eine Rebellengruppe, die wir unterstützen? Wer ist wir? Also wir, der Westen? Ja, oder wir, der Westen ist ja auch nicht einheitlich in der Frage. Nicht. Nein, nein. Zum Beispiel haben Frankreich und Großbritannien schon sehr lange darüber nachgedacht, Waffen zu liefern an Rebellen. Deutschland hat das eigentlich immer abgelehnt. Waffen liefern? Nicht Waffen rausholen, nein, Waffen liefern? Waffen liefern. Mit dem Argument, man muss sehen, die Armee, also die Regierungsseite, hat die Waffen und die Rebellen sind unterlegen, da muss man sie besser bewaffnen. Ist das eine humane Logik? Ob sie human ist, kann man sich sehr drüber streiten. Es ist jedenfalls eine Art von Logik, ja. Verdient Frankreich und Großbritannien daran oder schenken die die Waffen denn an? Die schenken die denn. Die schenken? Ja, ja. Warum ja, schenken sie das? Einfach aus dem Grund, Assad soll besiegt werden? Ja, im Grunde genommen, ja. Wirklich nur das? Ja, das natürlich in der ganzen Region, wie üblich, machtpolitische Erwägungen eine Rolle spielen. Wer kontrolliert dieses Land? Wer hat, also es ist ja so eine, ich habe schon gesagt, so eine weltpolitisch heikle Region. Nebenan die ganzen Ölvorkommen. Ah. Israel auf hat, der... Hat Syrien Öl? Syrien selber in dem Maße nicht, möglicherweise Gasvorkommen. Ah. Aber teilweise auch vor der Küste. Aber das spielt im Moment noch nicht so eine Rolle. Also es ist nicht ist kein Ölscheichtum. Okay. Es ist also, es geht, wenn dann eher um Transportwege für Öl und Gas. Okay. Aber auf der anderen Seite sagte ich Israel, wo der Westen eine Beistandsverpflichtung sieht. Also diese ganze Gemengelage. Beistandsverpflichtung heißt, wir schützen Israel. Ja. Okay. Ja. Und an wen liefern denn die Franzosen und Briten? Auch Deutschland? Im Moment nicht. Also Deutschland liefert ja gar nicht. Gar nicht. Nein. Ist ausgeschlossen. Deutschland hat die Regierung zumindest offiziell ausgeschlossen. Aber wir beliefern ja Saudi-Arabien und so, die Ölscheiß. Ja, aber nicht mit Waffen, die dann weitergegeben werden. Nee, darum geht es nicht. Die meisten Waffen... Ist das ausgeschlossen? Ist das verboten, wenn wir Saudi-Arabien also das geben? Es ist formal verboten, aber es... Das ist auch im Moment noch nicht das Thema. Also es sind noch keine Waffen, keine deutschen Waffen auf dem Umweg in diesen Konflikt gelangt. Zumindest nicht in nennenswerter Zahl aufgetaucht. Es sind deutsche Gewehre aufgetaucht, die aber offensichtlich noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Die halten aber ganz schön. Die halten, ja gut, die waren dann in Ölpapier eingeschlagen, irgendwo gelagert.
Ist nur die Frage, ob es dafür überhaupt noch Munition gibt. Aber sag mal, wen unterstützt denn der Westen? Oder wen wollten die denn da mit den Waffen unterstützen? Der Westen will die Rebellen unterstützen, aber halt auch aber nur... Aber welche? Du hast ja gesagt, nicht die, sagen wir mal ganz einfach, nicht die islamistischen Rebellen. Okay, die nicht an Gott glauben. Ja, das ist ein bisschen einfach, die nicht diesen Gottesstaat errichten wollen. Sondern die werden eher als terroristische Organisation gesehen. Wie ist denn das Verhältnis da in der Rebellenfraktion? Das ist ganz schwer zu sagen. Kann man das sagen? Nee, das wechselt ja auch dauernd. Also wer da nun welches Gewicht hat, da gibt es vielleicht ein paar Kenner, die das sagen können, aber es ist im Moment schwer zu durchschauen. Ja. So, und jetzt willst du wissen, warum das eigentlich in den letzten Wochen, das läuft doch schon 2 Jahre, warum reden wir seit einer Woche oder 2 Wochen über Syrien? Ja, also ich meine, das läuft anscheinend seit 2 Jahren, sind seit 2 Jahren keine Menschen gestorben? Und Zigtausende sind gestorben. Aber warum wird sich denn jetzt erst aufgeregt? Warum war das jetzt in den letzten Wochen und Monaten so groß? Das hing damit zusammen, dass es am 21. August ganz offensichtlich einen Giftgaseinsatz gab. Was ist Giftgas? Giftgas sind sogenannte chemische Kampfstoffe, also sind Gase, die dafür gedacht sind, Menschen zu töten. Nun kannst du sagen, es gibt in der Industrie auch Gase, die tödlich sind. Dann gibt es einen Chemieunfall und dann sterben Leute. Das sind aber Waffen, die speziell dafür konstruiert sind, speziell entwickelt, Menschen umzubringen. Warum gibt es sowas noch? Ja, ich habe mal gelernt von dir, die Deutschen haben das erfunden. Also die Chemiewaffen. Die haben das ja erfunden. Jedenfalls haben sie das zum ersten Mal richtig als Kriegswaffe in großem Maßstab eingesetzt. Wann? Vor fast 100 Jahren, 1915. Es war ein deutscher Chemiker, Fritz Haber, der das ganze System so weit perfektioniert und entwickelt hat, dass es als Waffe eingesetzt werden konnte. An der Westfront, damals in Belgien. Wie setzt man sowas ein? Also wirft man da irgendwie? Nein. Wie ist das? Also die allerersten Versuche oder die allerersten Einsätze vor 100 Jahren waren, dass man Chlorgas aus Flaschen bei günstiger Windrichtung einfach abgelassen hat. Das trieb dann mit dem Wind. Und wer damit in Kontakt kam, hatte ein großes Problem. Das hat sich dann hinterher deutlich verfeinert. Ist ja auch relativ unzuverlässig, weil der Wind kann mal drehen und dann hat man selber das Problem. Also, und es wurde immer weiter verfeinert. Es gibt inzwischen Nervenkampfstoffe, die gar nicht eingeatmet werden müssen, sondern die bei Kontakt über die Haut schon tödlich wirken. Warum hat die Menschheit es bisher nicht geschafft, sowas zu verbieten, abzuschaffen, ja, loszuwerden? Es gab bei Chemiewaffen, im Unterschied zum Beispiel zu Atombomben, gab es schon ziemlich weitgehende Versuche. Das abzuschaffen? Und relativ erfolgreiche Versuche. Also wenn wir es mit Atomwaffen vergleichen. Ja. Es gab schon 1925, also nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, internationales Abkommen, das solche Waffen geächtet hat. Und das gab es dann im vergangenen Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal. Und dem sind ziemlich viele Staaten, eigentlich die meisten Staaten beigetreten, Syrien aber nicht. Ah. Ja. Und jetzt? Muss er dazu sagen, warum Chemiewaffen so reizvoll sind für einen Diktator oder für eine Armee. Es ist relativ einfach herzustellen, verglichen mit Kernspaltung mit Atombomben. Also man braucht viel weniger Know-how, viel weniger an Technik. Also ein gut ausgestattetes Industrielabor ist geeignet, solche Waffen zu produzieren. Aber warum hat das denn nicht auch Afghanistan und andere kleine, komische Länder? Man muss immer sehen, was will man damit machen? Es ist natürlich in erster Linie immer als Abschreckungswaffe gedacht. Greifst du mich an, dann habe ich eine Chemiewaffe, die also diese schrecklichen, verheerenden Folgen hat und diese Wirkung hat. Also erzähl mir mal was von 21. August. Was ist da passiert? Also 21. August gab es einen solchen Einsatz von Giftgas in einem der ländlichen Vororte von Damaskus. Das ist die Hauptstadt von Syrien. Und das Einzige, was sicher ist, ist, dass Hunderte von Menschen gestorben sind. Darunter auch viele Kinder, viele Frauen, teilweise im Schlaf erstickt. Die haben dieses Giftgas eingesetzt gegen die Zivilbevölkerung. Es ist eingesetzt worden gegen die Zivilbevölkerung. Jetzt muss man sagen, und da wird es dann nämlich kompliziert. Das ist ein Kriegsverbrechen, oder? Habe ich mal gehört. Das ist im Prinzip ein Kriegsverbrechen, ja. Jetzt wird es kompliziert. Wer hat das eingesetzt? Das wissen wir nicht. Sagen wir mal so, es gibt Vermutungen, aber es gibt keine endgültigen Beweise. Und das macht es in der politischen Debatte so schwierig. Aha. Also die Vermutungen gehen dahin, dass eigentlich nur die Armee, also das syrische Regime, Kontrolle über solche Waffen hat. Die syrische Regierung sagt aber, nee, die Rebellen haben ja auch solche Waffen. Woher?
erbeutet. Die haben ja etliche Armeestützpunkte eingenommen. Dann gibt es eine andere Geschichte, das geht dann aber eher Richtung Verschwörungstheorie. Saudi-Arabien habe denen sowas geliefert. Das ist auch nicht belegt. Wie auch immer, es gibt noch keinen letztendlichen schlagenden Beweis, wer war es denn wirklich. Das heißt, wir können bis dahin auch kein Urteil fällen. Ja, das sehen die Amerikaner zum Beispiel anders. Die Wieso? Franzosen auch. Die Amerikaner sagen, nach allem, was wir an Indizien haben, also es gab Untersuchungen, übrigens von Inspektoren der Vereinten Nationen, deren Ergebnis ist aber noch nicht klar, das kommt jetzt erst in den nächsten Tagen. Die Amerikaner sagen, wir haben aus eigenen Untersuchungen Indizien dafür, dass es eigentlich nur von der Armee, also von der Regierung kommen kann. Das heißt, wenn man die UN hat Leute reingeschickt, die Amerikaner haben Leute reingeschickt, Ja, die die Franzosen haben Amerikaner Leute reingeschickt. nicht offiziell, sondern die haben verdeckt über ihre Geheimdienste Proben genommen, die haben Funkgespräche ausgewertet und ähnliche Dinge. Das heißt, sie haben unter der Hand das alles gemacht. Also da konnte man es halt auch manipulieren. UN hört sich ein Ja, bisschen offizieller an. ist halt die Frage. Das ist genau der Punkt. Also es gibt, wenn es ein Gerichtsverfahren gäbe, wäre die Frage, ob es im Moment wirklich schlagende Beweise vor Gericht gäbe. Und die Amis haben jetzt gesagt, wir sind Staatsanwalt, wir sagen, das war so und die sind Ja. gleich, wollen gleichzeitig Richter sein, oder wie ist das? Ja, also die Amerikaner waren ein bisschen in der, oder sind ein bisschen in der politischen Bredouille, dass Obama, also der Präsident, bereits vor gut einem Jahr gesagt hat, das ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf, das ist der Einsatz von Chemiewaffen. Wenn Chemiewaffen eingesetzt werden, dann muss die internationale Gemeinschaft handeln und dann müssen wir auch handeln. Aber von einem Jahr war ja Wahlkampf. Ja, es war Wahlkampf und es wurde eher andersrum verstanden. So nach dem Motto, solange die Regierung kein Giftgas einsetzt, halten wir uns da auch raus. Ist das eine humane Logik zu sagen, hey, ich meine, solange ihr euch auf normalen Bedingungen Na, quasi. jetzt kommst du wieder mit deiner humanen Logik. Es ist eine Logik, aber ob es eine humane Logik ist, ist eine andere Ja, aber ich meine, das Frage. ist eine Frage. Stört das die Welt nicht, dass also 2 Jahren sich die Leute gegenseitig abmetzeln, aber sobald da jetzt irgendwie Ja, Chemiewaffen benutzt so werden? kann man es sehen. Also es hat natürlich auch noch das andere Problem, keiner hat so richtig den Schlüssel, was macht man in so einem Bürgerkrieg, wie will man da eingreifen, kann man da überhaupt eingreifen? Ja, sag du es Ja, mir. ich weiß es auch nicht. Also bislang haben alle gesagt, nein, es geht nicht, es würde nichts bringen. Wir sehen keine Möglichkeit, da einzugreifen. Wir können nur versuchen, eine Verhandlungslösung zu Siehst du finden. das auch so? Ich weiß keine wirklich klare Alternative. So bitter das ist oder so zynisch das ist. Aber Und warum? jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt geht es bei allem, was im Moment debattiert wird, geht es eigentlich gar nicht darum, diesen Bürgerkrieg zu beenden oder dieses Sterben auch von vielen, vielen unschuldigen Menschen zu verhindern. Wie, da reden wir gar nicht drüber? Da reden wir im Moment gar nicht drüber, Aber nein. worum ging es denn in den letzten Wochen? Um die Chemiewaffen. Es ging eigentlich nur um die Chemiewaffen. Dass also die Frage ist, wenn so eine geächtete Waffe eingesetzt wird, muss es darauf nicht eine Reaktion geben? Ja. Ja, so. Eigentlich müsste es eine solche Reaktion geben von den Vereinten Nationen. Gab es die? Nein. Warum nicht? Die gab es deswegen nicht, weil in den Vereinten Nationen ist das Entscheidende der Sicherheitsrat. Was ist das? Das ist ein Gremium von mehreren Ländern, von denen sind 5 immer dabei und der Rest ist immer ein Wechsel. Ab und zu ist auch Deutschland mit drin. Deutschland gehört Deutschland sind 5. Ja, Deutschland gehört nicht zu den 5, Nicht? sondern die 5 sind USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Warum die 5? Quasi die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Aber wir haben jetzt 2013. Ja, es hat sich aber so erhalten. Diese Wie? Struktur, die ist 1949 geschaffen worden, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist immer noch so. Die UN, diese Struktur ist immer noch so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, Ja. wie wo unsere Großeltern geboren sind. Ja, so ungefähr. Im Ernst? Ja. Ja. Warum wurde das bisher nicht geändert? Ja, es gab immer wieder Versuche, das zu Ja, ändern, aber die 5, die aber Macht haben, wollen es natürlich nicht abgeben, so genau auf so die ist Art. das. Genau so ist das. Scheiße. So. Gut, aber das ist jetzt ein Problem, oder was? Das ist deswegen ein Problem, weil ich sagte ja gerade, in dem Sicherheitsrat sitzen auch Russland und China. Und Russland zum Beispiel ist traditionell ein Verbündeter der Regierung in Syrien. Warum? Das hat ein bisschen historische Gründe, weil es ist eins der wenigen Länder, die
schon seit langer Zeit gute Beziehungen zu Russland haben, während die anderen Länder, Saudi-Arabien, andere arabische Länder, natürlich auch Israel, traditionell gute Beziehungen zu den USA haben. Also sozusagen Russlands Verbündeter in der Region. Und den will man nicht verlieren? Den will man nicht verlieren. Hat Russland, gibt Russland den Assad auch Waffen? Ja. Also praktisch alle Waffen, die das, die Syrien hat, stammen aus Russland, aber schon immer, also ganz regulär gekauft. Okay. Es sind neuere Waffen versprochen, aber noch nicht geliefert. Das ist dann noch so ein Randproblem, können wir gleich noch drüber reden. Der Punkt ist jedenfalls, eigentlich müsste dieser Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer Entscheidung kommen, wie reagieren wir denn darauf, dass Chemiewaffen eingesetzt wurden. Und das kann er anscheinend nicht. Das kann er nicht, weil jedes dieser fünf Länder, die ich genannt habe, hat ein Vetorecht. Was ist das? Das heißt, die können sagen, nein, es gibt einen Vorschlag für einen Beschluss, wir finden das nicht gut, dass Syrien Chemiewaffen einsetzt. Und dann sagt ein Land, nö, den Beschluss will ich nicht, zum Beispiel Russland, und dann gibt es den Beschluss nicht. Egal, was passiert. Egal, was passiert. So, und der Fall war jetzt da und dann... Der Fall war noch nicht da, aber absehbar. Deswegen hat es auch gar nicht erst die Vorschläge gegeben. Das heißt, es gab frühere Vorschläge zu Syrien, die auch immer von Russland und auch von China abgeblockt wurden. So, und ich erinnere mich, vor 10 Jahren war es da so ein bisschen ähnlich mit dem Irak. Da wollte, die Amis wollten was machen. Ja. Die sind dann zur UN gegangen, aber da haben das auch irgendwer gesagt, so, nee, machen wir nicht mit. Nicht, dann haben die Amis gesagt, dann machen wir das halt alleine. Und jetzt war die Ankündigung... Die wollten das wieder machen? Bis vor einer Woche war die Ankündigung der Amerikaner, dann machen wir es halt alleine. Im Ernst? Ja. Was allerdings auch innenpolitisch in den USA ein Problem war, weil das innenpolitisch sehr umstritten ist. Warum? Weil die sagen, oh, wir haben schon genug Kriege, wir müssen nicht noch einen anfangen. Die Amis stecken schon in genug. Ja, oder ihnen steckt der Irakkrieg, wo sie ja raus sind, aber die folgen noch in den Knochen. Afghanistan sind sie noch nicht mal raus, aber haben langsam auch die Schnauze voll davon. Und deswegen gibt es eine relativ starke Opposition. Deswegen hat übrigens auch Obama, der ja nicht so ein Kriegstreiber ist. Ne? Friedensnobelpreisträger. Ja, das ist der eine Punkt. Aber verglichen mit seinem Vorgänger ist er deutlich zurückhaltender, wenn es darum geht, einen Krieg anzufangen. Als Bush. Ja, hat Obama gesagt, gut, ich könnte zwar so einen Krieg alleine anfangen, das Recht hat der US-Präsident. Echt? Ja. Das ist anders als in Deutschland zum Beispiel. Aber ich möchte erstmal eine Abstimmung im US-Kongress. So. Ja. Gab es die? Nee, die gab es nicht. Wieso nicht? Ja, das ist auch ganz witzig. Während diese Debatte noch lief, die Vorbereitung auf eine solche Abstimmung, passierte Folgendes. Da war der amerikanische Außenminister, der heißt John Kerry, in London bei einer Pressekonferenz. Und da ist er gefragt worden, könnte denn Syrien etwas tun, damit es keinen Angriff der USA gibt? Hast du die Frage gestellt? Nee, ich war ja nicht da. Ach, schade. Und dann hat der amerikanische Außenminister gesagt, klar, die brauchen ja nur die Chemiewaffen zu übergeben, so in einer Woche oder so. Hm. Das war eigentlich eher so als Gag gemeint, nach dem Motto, tun die ja sowieso nicht. Der hat einen Gag gemacht. Ja, so ein Versuch. Okay. Und dann haben aber die Russen sehr schnell reagiert und gesagt, okay, wir schlagen vor, die Syrer übergeben ihre Chemiewaffen und stellen die unter internationale Kontrolle. Obwohl Kerry nur gescherzt hat. Ja, hinterher hat er gesagt, gescherzt. Ob es ernst gemeint war, nicht gescherzt oder nicht, ist auch noch eine ganz andere Frage. Jedenfalls auf einmal sagt die Russen, ja, dann machen wir das doch. Im Ernst? Und rein zufällig war der syrische Außenminister da gerade in Moskau zu Besuch und der hat gesagt, ja, ist in Ordnung. Wie, also die Syrer sind jetzt bereit, also Assad ist bereit, die Waffen abzugeben? Das ist zumindest die Ankündigung. Und jetzt muss man sehen, was daraus wird. Also, der amerikanische Angriff ist jetzt erstmal verschoben. Die Abstimmung im amerikanischen Parlament darüber ist auch erstmal verschoben. Jetzt gibt es die Ankündigung der Syrer, also die Aufforderung der Russen, die Ankündigung der Syrer, wir übergeben unsere Chemiewaffen. An wen? Das ist ein Teil der Frage. Also, was heißt internationale Kontrolle? Eigentlich wären damit die Vereinten Nationen gemeint. So, und da gibt es aber zum Beispiel einen Vorschlag von Frankreich für einen Beschluss wieder in diesem Sicherheitsrat, wo drin steht, erstens, Syrer, übergebt mal eure Chemiewaffen und zweitens, wenn ihr das nicht macht, dann gibt es doch einen Militärschlag. Da sagen aber wieder die Russen, nö, das geht uns zu weit. Ja. So. Und im Moment ist die Frage, was wird eigentlich konkret daraus? Also im Moment hängt das alles so ein bisschen in der Luft, weil keiner so richtig weiß, worauf einigen sich vor allem Russland und die USA.
Warum verhandeln die? Weil die gegensätzlichsten Auffassungen haben und die müssen ja beide im UN-Sicherheitsrat zustimmen, damit es zu einer Einigung kommt. Haben die eigentlich Chemiewaffen? Die Russen und die Amerikaner haben Chemiewaffen, zu deren Vernichtung sie sich verpflichtet haben. Und wollen jetzt dem kleinen Syrien helfen, die zu vernichten? Ja, ja, wobei das Vernichten ist das Problem. Das ist nämlich ein irre aufwendiger Prozess. Die kann man nicht mal eben, die muss man ja so vernichten, dass sie unschädlich sind, dass dabei nichts passiert. Ja. Die Amerikaner haben das oder sind eigentlich schon ziemlich weit oder sogar fertig. Die Russen hinken hinterher. Was aber, wie es scheint, weniger damit zu tun hat, dass sie es nicht tun wollen, sondern dass es irre aufwendig ist, auch irre viel Geld kostet. Okay. So. Und da kommen wir natürlich zu der Frage, wenn so ein Land wie Syrien sagt, naja, übergeben wir die und dann werden die vernichtet. Hey, wie macht man das in so einer Region, wo Krieg herrscht? Also das ist schon schwierig genug unter normalen Umständen. Ach so, jetzt der Bürgerkrieg läuft weiter und die wollen einfach nur die Chemiewaffen rausnehmen. Ja, wie macht man das? Achso, die sagen, ihr könnt euch weiter hier kloppen, wir wollen nur die Chemiewaffen. Das ist ja ein Teil der Frage, genau. Aber das ist alles noch unklar, das ist alles noch offen. Wie transportiert man die ab, wenn drumherum geschossen wird? Wo transportiert man die hin? Wo gibt es denn Kapazitäten, die zu vernichten? Wer macht das? Wer kontrolliert das? Alles noch Sachen, die völlig unklar sind. Und zwischendurch gibt es in den USA schon Stimmen, die sagen, ja, die Russen haben uns über den Tisch gezogen. Die wollten halt nur verhindern, dass wir deren Verbündeten Syrien angreifen und das ist denen erstmal gelungen. Schöner Trick. Die ärgern sich, dass sie jetzt keinen Krieg führen können. Ja, die sagen, der Assad hätte doch verdient, dass wir da zuschlagen, dass er eine Lektion kriegt, damit er weiß, was macht man nicht mit den Chemiewaffen. Und das haben die Russen jetzt erstmal verhindert. Dankeschön. Ja, sind wir schon fertig? Ja. Ach so. Ja, also es bleibt spannend übrigens. Es ist noch alles, das wollte ich noch sagen, es geht weiter. Schade. Ja, bitter, aber so ist es. Dankeschön.